Hallo, Linux Mint 20.3 steht in den Startlöchern, kriegt Support bis 2025, aber so richtig viel hat sich gar nicht geändert. Man hat jetzt die Möglichkeit, verschiedenen Anwendungen automatisch den Dark Mode zu verpassen, zum Beispiel eben bei dem Fernseh, Kanalabspiel. Teil Hypnotics ist es dann auch voreingestellt. Ja, das ist dann ganz schön für Leute, die standardmäßig den hellen Modus haben wollen, aber dann beim Filme gucken oder so den Dark Mode aktivieren wollen. Dann gibt es eine neue X-App Syngi, also so eine Art Dokumentenmanager, wo man seine letzten Dokumente drin hat. Was da ganz nett ist, ist so die Anzeige, wie weit man schon durchgelesen hat. Ja, warum nicht? Die Sticky Notes kann man jetzt durchsuchen. Ich nutze die eh nicht, von daher. Außerdem hat man jetzt ein neues Theme. Das heißt, die Titlebars sind also ein bisschen dünner geworden, die Knöpfe ein bisschen dicker. Ja, ein bisschen an den Farben wurde herumgespielt. Zum Beispiel, dass hier jetzt eben ein Balken ist, wo man sich befindet. Ja. Genau, das sind die Apps, die standardmäßig jetzt im Dark Mode sind. Neue Icons. Ja, es war jetzt alles bisher nicht so richtig spannend für eine neue Version. Der neue Cinnamon ist jetzt dann auch raus und das finde ich eigentlich ganz cool, dass der Kalender jetzt tatsächlich ja, ausgebaut wird und ich eben hier auch Termine eintragen kann. Das gefällt mir ganz gut. Ansonsten ja. Jetzt Trackball Support. Gut, ja. Dann hat sich noch ein bisschen was bei der HP-Lib geändert. Eben die neue Version. X-Reader kann jetzt Mangas. Sind alles so für. Der eine findet es toll und der andere weiß nicht wozu. Ja, Bluetooth kann man jetzt gut abschalten. Es gibt neue Bilder, die man einbinden kann. Upgrades, ja, von Flatpak-Version und Linux und so weiter. Ja, eine neue Version, die unter der Haube einige Änderungen bringt. Die im Wesentlichen, würde ich schon mal sagen, optischer Art sind. Wenn man viel Dokumente liest, mag dieses Syngi ganz nett sein. Ich lese meistens Webseiten, dadurch wird es wahrscheinlich für mich auch gar nicht so den Unterschied machen. Ja, also das letzte Mal waren größere Kracher dabei, deswegen habe ich es mir auch gespart, es jetzt zu installieren und zu zeigen in der Anwendung, weil eigentlich reicht es, was hier an neuen Features auf der Webseite von Linux Mint beschrieben sind. Das ist das neue Linux Mint 20.3. Viel Spaß damit!